Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BIS TV. Der Markus und ich, wir sitzen hier am wunderschönen Rhein in der Nähe von Duisburg und wir möchten heute mal nicht angeln gehen. Richtig. Sondern, ihr habt es im Vorspann schon gesehen, der Markus hat sich was Neues gegönnt sozusagen. Ja, richtig. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, um auch mal ein paar schönere Fotos machen zu können und nicht nur die mit der kleinen Digitalkamera, die ich vorher hatte, so eine kleine Kompaktkamera. Ja, kann aber halt noch nicht fotografieren. Du kannst noch nicht fotografieren. Nicht wirklich. Wer hatte das dann gesagt, der könnte das Fotografieren beibringen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, also ihr könnt es euch schon sicherlich besser vorstellen als der Markus. Er hat mich natürlich gefragt, weil ich bin ja von Hause aus Fotograf. Und ich habe den Markus vorhin beobachtet und habe festgestellt, dass der Markus halt direkt losgelegt hat. Ist auch klar, neue Kamera, man möchte halt direkt fotografieren. Hat er alles fast mitgenommen, was zu fotografieren geht, außer Fisch, weil wir angeln ja heute nicht. Aber was direkt aufgefallen ist, der Markus hat direkt im Automatikmodus fotografiert. Man sieht das vielleicht hier in einer anderen Kamera. Wir haben hier also so ein grünes Zeichen, wo Auto draufsteht. Ja. Beim Auto hat man ja auch Automatik, aber fahren muss man selber und muss entscheiden, rechts oder links. Richtig. Aber bei der Kamera habe ich es nicht. Wenn ich hier auf Automatik stelle, hat die Kamera alles im Griff. Du brauchst nur noch auslösen. Ja, ne? Genau. Also überhaupt keine Beeinflussung aufs Bild. Und darum geht es auch heute bei der heutigen Sendung. Wir möchten euch näher bringen, wie man besser fotografiert, wie zum Beispiel ihr eure Fische besser in Szene setzen könnt, wie ihr schönere Aufnahmen machen könnt. Und darum geht es heute bei uns in der Sendung und da passt es eigentlich natürlich, dass du dir eine neue Kamera gekauft hast. Da kam man dann direkt auf die Idee. Richtig. Es gibt tausende von Anglern, die einen Fotoapparat dabei haben. Also müssen wir doch auch mal zeigen oder ein paar Tipps geben, wie man wirklich schöne Aufnahmen machen kann. Ja, man sieht auch mal so viele Bilder im Internet, in irgendwelchen Foren oder wie auch immer, von echt schönen Motiven, aber mit einer bescheidenen Qualität, sagen wir es mal so. Deshalb nehmen ja auch beispielsweise bei Fotoproduktionen, sei es für Fachzeitschriften und so weiter, die professionellen Fotografen mit dazu, um dann auch für die Zeitschriften halt schöne Fotos zu bekommen. Macht wohl Sinn. Macht auch Sinn. So, und ihr seid jetzt gerade auf dem besten Weg, auch solche schönen Fotos in Zukunft zu machen und das ist auch Ziel dieser Sendung. Ja. Aber wir gehen noch mal ein bisschen zurück zur Technik. Der Markus hat sich hier eine Spiegelreflexkamera gekauft. Mir richtig, ja. Kompakte hat es ja schon. Ja, da habe ich eine ich habe schon ein bisschen fotografiert, geknipst, sage ich mal eher, nicht wirklich Fotos gemacht. Mit so einer kleinen Digitalkamera. Da hat mich immer gestört, dass ich, wenn ich ein Foto hatte, was im Nahbereich war, das war immer ganz gut und ausreichend geworden, oder die Qualität war ausreichend. Aber wenn ich irgendwas fotografieren wollte, was halt ein bisschen weiter weg ist, ich weiß nicht, ob man, da hat man dann halt eigentlich nichts mehr erkannt. Ja, nichts mehr erkannt liegt eigentlich daran, man hat also bei einer kleinen Kompaktkamera einen winzig kleinen Sensor. Also der Sensor ist halt noch kleiner als, ich sag mal, mein Nagel am Finger, mein kleinen Finger. Also sehr, sehr kleiner Sensor. Und bei so einer Spiegelreflexkamera habe ich natürlich schon einen sehr großen Sensor im Vergleich. Und das unterscheidet sich auch bei der Spiegelreflexkamera zur Kompaktkamera, allein der Sensor. Wir können da mal einfach mal hier auch mal diesen Sensor zeigen. Ne? Man sieht also, hier ist der Spiegel und der Sensor hat ungefähr die Größe von diesem Spiegel, also von der Größe her. Ja. Und im Vergleich zu so einem kleinen Fingernagel oder die Hälfte von dem Fingernagel ist klar, dass ich hier halt von der Qualität her auch bessere Bilder natürlich hinbekomme. Ja. Aber das Ausschlaggebende, was mir direkt bei dir auffällt, ist, du hast eine Kamera hier jetzt von Nikon. Ja. Wir machen jetzt hier keine Nikon-Werbung, sondern wir könnten genauso gut hier eine Canon haben, eine Sony und wie sie alle heißen. Ja? Richtig. Eine Fuji. Genau. Aber das ist halt jetzt nur mal das, was der Markus hier hat, sich gekauft hat. Und es fällt auf, dass du kein Objektiv vom Hersteller dran hast. Richtig. Ich habe mich natürlich weitestgehend beraten lassen von eventuell fachkundigem Personal. Okay. Und mir wurde direkt gesagt, dass diese Kit-Objektive, das heißt die Objektive, die man im Laden an den Kameras dran kauft, nicht gut sind. Nein. Und ja, deswegen habe ich direkt ein Objektiv genommen, wo mir sehr zu geraten wurde, was für den Preis sehr, sehr gut sein soll. Ja. Und ja. Also grundsätzlich, wenn ihr vielleicht auch vorhabt, eine Kamera zu kaufen, kauft diese Kamera, wenn es geht, wirklich ohne Objektiv. Dadurch ist ja auch natürlich so um die 100 Euro günstiger. Dann lieber aber vielleicht diese 100 Euro, ich sag mal, da noch vielleicht 100, 150 Euro drauflegen, weil nicht nur die Kamera macht ein gutes Bild, sondern das Objektiv macht ein gutes Bild. Du hast jetzt hier eins von einem Fremdhersteller genommen, hier jetzt von Tamron. Ja. Es gibt die gleichen von Sigma, ja, beispielsweise, oder von Tokina, sind also wirklich sehr, sehr gute Alternativen. Wo es aber darauf ankommt, ist bei diesem Objektiv, was ja zu dem Kit-Objektiv die gleiche Brennweite hat, auch 17 bis 50. Ja. Ich glaube, das Kit-Objektiv hat 18 bis 55, meine ich, ist eigentlich die Blende, die dort ist, also die Blendenstärke sozusagen. Ja. Wir haben also hier eine durchgehende Blende von Blende 2.8. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ihr könnt das vielleicht auch in einer anderen Kamera sehen, diese 2.8. Das bedeutet, dass ich also hier bei diesem Objektiv eine durchgängige Lichtstärke habe. Und das ist schon mal der erste Weg dazu, dass ich beispielsweise, ich sag mal, mein Bild so gestalten kann, dass ich halt das Objekt, was ich fotografiere, scharf habe und der Hintergrund komplett unscharf. Ja, wenn ihr euren Fisch jetzt beispielsweise irgendwo auf dem Stein liegen habt, dann möchtet ihr ja nicht noch den Stein scharf haben, sondern der Fisch, der soll ja im Fokus stehen. Oder auch ein Porträt vielleicht von eurer Freundin oder Frau, dann soll das Gesicht im Fokus stehen und nicht der Hintergrund. Ja. Weil wenn wir uns jetzt mal einfach mal umschauen, wir sind halt hier im Ruhrgebiet, Industrieanlagen, ne? Das möchte ich nicht unbedingt auf dem Foto haben, sondern wenn ich halt wirklich nur mich auf das Objekt konzentrieren möchte, dann brauche ich ein Objektiv, was eine geringe Lichtstärke hat. Das heißt, je kleiner die Blendenzahl, wie hier die 2.8, je kleiner, desto besser. Es gibt auch Objektive, die haben 1.4, 1.8. Gerade bei Festbrennweiten ist das halt, ich sag mal, gängig. Dann gehe ich davon aus, dass ich halt hiermit freistellen kann. Alle anderen Objektive gehen von der Blendenzahl hoch. Das heißt, die fangen vielleicht bei 4.0 an, 5.6 und gehen dann nach oben. Nach oben sind keine Grenzen. Also die meisten machen bis Blende 22 die Kameras mit. Dann ist aber auch schon Schicht. Oder vielleicht auch eine 32, kommt auf den Hersteller an, dann habe ich aber alles scharf. Das heißt, wenn wir jetzt ein Foto machen würden von uns, dann wären wir scharf, dann ist der Hintergrund scharf. Bei der 2.8 sind nur wir scharf und ein Meter hinter uns fängt schon an, unscharf zu werden. Und das schaffen wir aber nicht, wenn wir, wie der Markus vorhin, im Automatikmodus, ne, ich habe ihn ja machen lassen. Naja, ist ja nichts Schlimmes. Nee. Tausende von Käufern solcher Kameras fangen so an. Ne? Bloß wir wollen euch halt zeigen, wie es gleich richtig funktioniert. Ja, ich denke mir auch, wenn ich so eine Kamera habe, dann möchte ich natürlich auch wissen, was die alles kann oder was man da alles mit machen kann. Und nicht nur im Automatikmodus fotografieren, weil die Fotos wahrscheinlich nicht viel anders werden als die von den... Ja, du sollst ja der Bildgestalter sein, nicht die Kamera. Ja. Ja, hier gibt es auch noch viele andere Sachen. Ne? Hier gibt es zum Beispiel dann so Symbole für Sport, Blumen und so weiter und so fort. Ist zwar wirklich für Leute, die sagen, ich will nur mal eben einen Klick machen, alles okay, aber wenn ihr wirklich vernünftig und gut fotografieren möchtet, vergesst das. Das Einzige, was euch interessiert, ist halt beispielsweise auch das P. P ist auch wieder Programmautomatik, macht die Kamera auch noch sehr, sehr viel selber. Ich kann zwar noch ein bisschen beeinflussen, aber wenn ihr richtig fotografieren lernen wollt, dann ist M, also manuell, das Zeichen, was ihr in Zukunft nutzen sollt. Das heißt, ihr habt komplett manuelle Kontrolle über die Kamera und über das Objektiv. Das Einzige, was automatisch läuft, ist, wenn ihr beispielsweise das Objekt anfokussiert, dann geht der Fokus, stellt auf das, was ihr fokussiert, scharf und dann den Rest macht ihr selber. Und wie das gleich funktioniert, werden wir euch zeigen. Wir werden euch dann also mal die Unterschiede zeigen, wie das Bild aussieht, was der Markus gemacht hat, im Automatikmodus. Genau. Und dann halt wir gemeinsam im manuellen Modus. Ja. Die Unterschiede werden wir euch gleich zeigen und werden euch dann ein paar Sachen auch zeigen, wie das aussieht. Wie sieht das mit den Diagrammen aus, worauf muss ich achten, damit ihr auch sofort vernünftige Resultate bekommt. Ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen, wenn ihr Probleme habt, oder auch mal einen Kommentar schreiben bei Facebook, ne, ob, oder ein Bild uns posten, das wir dann zeigen können. Das wäre doch mal eine gute Idee, dass die Zuschauer uns dann mal Bilder, die sie gemacht haben, im manuellen Modus mal zeigen. Und wir machen mal so eine kleine Bildbesprechung. Ja, eigentlich mal du wirst das dann fachmännisch auswerten, ich werde mir die Bilder angucken. Genau, und du kannst dir da was lernen. Ne? Ne? Und der Markus wird in Zukunft auch so ein paar Making-of-Fotos machen, wenn wir hier dann halt drehen. Und dann könnt ihr mal ein paar Kommentare schreiben. Mensch, Markus, wie sieht denn deine Entwicklung überhaupt aus? Was hast du denn da wieder vermisst gemacht? Ja, ne? Richtig. Nein, also wie gesagt, ihr wisst, was wir meinen. Wir werden jetzt ein bisschen fotografieren, legen los. Richtig. Und dann schauen wir uns das gleich gemeinschaftlich an. Bis gleich. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, wir haben da vorne ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Wir haben ein paar Köder genommen, haben die so ein bisschen in Szene gesetzt, haben auch mal einen Köder genommen, den wir vorne ich sag mal, fokussiert haben und im Hintergrund noch ein paar andere Köder gehabt haben, um halt auch den Bezug zum Hintergrund darzustellen. Ja. Haben auch mal eine Rolle fotografiert. Alles Aufnahmen, wo wir gesagt haben, einmal mit Automatik, das seht ihr auch im Video eingeblendet, wann es eine Automatikaufnahme war und wann es eine Aufnahme war, die halt wirklich komplett manuell war. Richtig, ja. Und ja, ich frage dich jetzt einfach mal, wie hast du das so empfunden? Das, was ich dir professorisch beigebracht habe, ne, Quatsch, also ich bin kein Professor, nein, versucht habe zu erklären mit meinen wenigen Worten, weil wenn ich im Fotofieber bin, dann bin ich eigentlich so am Thema dran, hast du ja auch gemerkt. Ja, durchaus. Ne? Ja. Nein, also ich fand das sehr interessant. Man merkt, dass man mit ja, so ein bisschen Wissen oder mit dem, was man auch einigermaßen schnell vermittelt bekommt, doch deutlich bessere Aufnahmen machen kann. Also so wie es auf jeden Fall jetzt schon mal auf dem Display aussieht. Mhm. Und ja, also es war sehr interessant und man, ja, ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ja, damit ihr auch was lernt, wir werden jetzt nochmal parallel immer die Bilder einblenden. Ihr seht ihr also unten so eingeblendet und dann seht ihr auch nochmal die Blendenzahl und die Zeit, die wir für dieses Bild eingestellt haben und warum wir das gemacht haben. Jetzt beispielsweise bei dem Bild, wo wir hier unten nur den Köder haben, der auf dem Stein liegt. Ja? Wichtig ist, ihr müsst halt auf das Wesentliche, man sieht das halt, der Köder hat ein Auge, wir haben auf dieses Auge fokussiert. Das ist unser direkter Schärfepunkt gewesen und alles andere verschwindet dann halt in dieser Unschärfe. Ja, das heißt, ich fokussiere wirklich mit meinem Fokuspunkt, den jede Kamera hat, und dann entscheide ich, wo schwenke ich die Kamera hin, halte diesen Fokuspunkt also fix sozusagen. Und aber das sozusagen wieder, ne? wir haben ja gesagt, sozusagen gehört einfach, dieser Satz gehört dazu zur Sendung und der wird auch in Zukunft immer dazugehören. Jetzt wird es hier mal gerade richtig vollwindig. Nein. Ihr seid live dabei, wie eine Riesenböe kommt. Lass liegen, wir machen hier weiter. Ja, warte. Ja. Und bevor wir hier noch gleich alles kaputt haben, das sind noch alles gute Routen, die das aushalten. Sollten sie. Ja. Nein, deshalb alles ungeschnitten. Und bei diesem Bild haben wir wirklich Blende 2.8 genommen und haben dann halt dementsprechend nur die Zeit vorgewählt. Das kann man also auf jeder Kamera auch aufgrund, ich sag mal, dieser Belichtungsanzeige. Bei den meisten Kameras ist es ein Balken, der von rechts nach links geht oder von oben nach unten. Wenn der auf dieser Nullposition steht, hat wirklich jede Kamera diese sogenannte Nullposition, dann wisst ihr, ihr habt optimal belichtet. Ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie der Weg dahin ist. Ja. No? Beim zweiten Bild, was ihr jetzt gerade unten seht, da haben wir halt die Köder, ich sag mal, die Gummifische halt noch ein paar in den Hintergrund gelegt und haben halt ein bisschen nach unten geschwenkt und haben wirklich nur den untersten in die Schärfe gesetzt und haben gezeigt, okay, von der Serie gibt es dann halt mehrere. Auch da wieder Blende 2.8, was das Objektiv an kleinster Blendenzahl hergab. Ja. Und dann haben wir halt bei den Lichtsituationen eine kurze Belichtungszeit gewählt, die Kamera dann uns auch angezeigt hat. Da kann man natürlich variieren. Der eine mag es ein bisschen dunkler, der andere ein bisschen heller. Das ist dann halt auch Geschmackssache. Ja. Aber so könnt ihr euch dann halt auch im Selbstversuch mal rantesten. Ne? Ja. Wichtig ist halt, dass ich halt hier mit dieser Art der Technik dann, mit diesem manuellen Modus, halt gewisse Details in den Vordergrund stellen kann. Also freigestellt. Das muss jetzt kein Fisch sein, das kann auch mal, ich sag mal, ein Porträt sein von irgendeiner Person, vom Kind oder was auch immer. Wenn ihr da euch ranlehnt, macht ihr wirklich super schöne Fotos und konzentriert euch mehr auf das Wesentliche. Das heißt, darauf geht es ja auch bei der Fotografie. Ja, ja. Das heißt, ich möchte jetzt irgendwas Bestimmtes hervorstellen. Bei der Landschaftsfotografie, was ja eigentlich, ich sag mal, die einfachste Art der Fotografie ist. Das heißt, ich muss halt nur entscheiden, wie ist mein Bildausschnitt. Und ich habe wirklich zum größten Teil dann auch alles scharf. Mhm. Aber wenn es halt um Details geht, dann kann ich mich halt vom künstlerischen Aspekt her auch so, ich sag mal, gestalterisch dann auch weiterentwickeln. Ja. Und ich werde den Markus jetzt alleine losschicken, dass er alleine Bilder macht. Ich habe das gerade, ne? Ihr kennt das, vormachen, nachmachen, üben. Ne? Und das mache ich jetzt auch mit euch. Und wir schauen uns dann jetzt zum Schluss die Bilder, die der Markus dann gemacht hat, eigenständig an. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja Markus, deine Kamera darf ich in deine Hände geben. Sehr gut. Schön. Ja, alles klar. Und jetzt zeig mal unseren Zuschauern, was du drauf hast. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Alles klar. Goodbye. Tschüss. Tschö.